Hoi, ich begrüße dich zum Start in die neue Kalenderwoche, und zwar Kalenderwoche 8. Zur Information, der Novica heiratet am 23. Februar. Wir wünschen dem jungen Ehepaar natürlich alles Gute, beste Gesundheit und ganz viel Glück. Der Novica wird für uns alle ein Apero am Freitag im Mitarbeiterraum stellen. Vielen herzlichen Dank, Novica. Gut, dann kommen wir schon zum Wochenthema. Und zwar hat Dani etwas für dich vorbereitet, um zu erklären, was wir machen bei uns auf dem Kaiserhof. Wie du vielleicht gesehen hast, sind wir im Gartenpark dran, unseren Bischofgarten am realisieren und zurzeit gerade dran, die Mauer am Bauen, die es dort hinten gibt. Die Mauer stellt das gestalterische Element dar. Jetzt, also was machen wir die Mauer? Das möchte ich dir gerne kurz ein bisschen erzählen. Wir haben mit dem Kieswerk Eschenbach ein Beton entwickelt, wo ursprünglich aber von der Firma Lokbau in Bad Ragaz entwickelt worden ist, und das Kieswerk Eschenbach hat in der Zwischenzeit der Beton nennt sich REB oder RFB. Das heisst, das eine ist eigentlich so ein erdfeuchter Beton und das andere ist ein Flüssigboden, also der kommt in flüssiger Form. Wir haben uns entschieden, mit dem Kieswerk Eschenbach zu schauen, ob wir mit dem REB, mit dem erdfeuchten Beton, nicht auch eine Betonmischung herstellen könnte, wo wir damit die Mauer bauen könnte, weil wir davon überzeugt sind, dass das ein innovatives Produkt wäre, das wir bei unseren Kunden auch verkaufen könnten. Und darum auch die Mauer eigentlich in unserem Bischofgarten, ein gestalterisches Element, natürlich dort dann auch gut an den Kunden gezeigt werden. Jetzt, was ist REB ganz genau? REB ist eigentlich nichts anderes weder das ausgewaschene Material, das wir beim Kiesabbau, beim Waschen des Kies eigentlich als Restmaterial dann führig bleibt. Auf gut Deutsch eigentlich Lehmanteil, Dreck, einfach das, was nicht darf in einem frostsicheren Kies Sand drin sein. Das ist das, was schlussendlich als Presskuchen dann hinter einer Seebahnlage hinten rauskommt. Und die Idee hinter dem REB oder RFB ist eigentlich, anstatt die ganzen Deponiegruben zu füllen mit dem Material, das einfach wieder zu verwerten. Baumeister und Tiefbauer setzen den REB und den RFB in der Zwischenzeit sehr rege ein, als Sauberkeitsschicht unter Bodenplatten oder zum Gräben auffüllen, wo man das Material nicht verdichten kann. Dort kommt natürlich der RFB sehr viel zum Einsatz. Und der REB kann auch eingesetzt werden für setzungsfreie Hinterfüllungen. Die Mischung, wie gesagt, besteht aus dem Aushub, wenn wir dem vielleicht so sagen wollen, und aus Zement vermengt. Wir haben für unsere Mischung im Gartenpark für die Mauer haben wir, noch Betonkies dazu getan. Die Mischung besteht aus 50% von dem Pressschlamm und 50% mit einem 0,32er Betonkies und rund 200 kg Zement auf den Kubik, wo beigemengt worden ist. Wir haben das Material wellenförmig in unserer Schalung eingebaut und verdichtet. Das meiste haben wir mit dem Handstampfer verdichtet und haben nachher jeweils auf diesen Wellen, wo wir an der Schalung angezeichnet haben, haben wir dann noch die Fibroblatten genommen und dort den Beton noch etwas mehr verdichtet, damit man nachher, wenn man die Ansicht von der Mauer sieht, dann die Wellen auch etwas besser wahrnimmt in dieser ganzen Mauer. Weiter haben wir in dieser Mauer noch drei Gestaltungselemente, und zwar sind das drei so Aussparungen, die wir eingelegt haben in der Schalung, die wir später dann werden befüllen mit Schilfröhrli oder mit Totholz, um dort Nisthilfen für Wildbienen zu machen. Wenn es dich Wunder nimmt, was dort hinten noch so alles geht, dann kannst du auch gerne mal schauen. Du kannst natürlich auch fragen, wenn du noch weitere Fragen hast zum RB oder RFB. Wenn dich das Thema Wunder nimmt, komm einfach von uns zu. Du kannst uns fragen, dann tun wir dir das gerne noch etwas genauer erklären. Danke vielmals, Dani, für die spannenden Ausführungen. Das Ziel ist natürlich, dass wir die Mauern und die Gestaltungselemente dann auch bei uns in den Kundengärten einsetzen können und ganz schöne Gestaltungen damit machen. Dann kommen wir schon zu den Bildern der letzten Woche.
Voilà, das wäre es schon gewesen. Jetzt wünsche ich dir einen ganz guten Start in Kalenderwoche 8. Einen schönen Tag, mach's gut und bleib gesund.